Nein, wir sind angerufen worden, dass in der Halle hinter uns, dass eine Autogenschweißgruppe, dass die zu brennen begonnen hat. Und entsprechend unserer Ausrückeordnung sind wir dann mit einem verstärkten Löschzug dahergekommen und haben festgestellt, dass da ein offener Brand von der Acetylengasflaschen da ausgegangen ist. Wir haben gleich mal zu kühlen begonnen mit zwei Hydroschildern, mit einem Wasserwerfer intensiv Wasser draufgebracht, damit da die Temperatur nicht ansteigt und das zu keiner Zersetzung im Inneren von der Acetylenflaschen kommt. Offenen Container haben wir uns organisiert, den haben wir mit Wasser gefüllt und nach circa einer Stunde haben wir die Acetylenflaschen herausgebracht und haben die dann in das Wasserbad hineingebracht und warten jetzt auf eine Fachfirma, die ganze Situation dann nur mal zusätzlich beurteilt, aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon einen sicheren Zustand hergestellt.